Bitte. Mörchen! Komm, ich helfe dir. Danke. Entschuldige, ich habe meinen Schlüssel anscheinend irgendwo im Koffer. Erzähl, wie war das Seminar? Ach, passend zum Hotel, total trostlos. Ach, das klingt ja nicht so prickelnd. Komm rein, es gibt Suppe. Oh, danke, ich habe keinen Hunger. Oh, mein Schatz, schön, dass du wieder da bist. Wirklich kein Hunger? Und ich dachte, die paar Tage Abstand hätten dir gut getan. Hat nicht funktioniert. Ich habe die ganze Zeit an Sebastian gedacht und dann bin ich ihm eben gerade auch noch in die Arme gelaufen. Und? Ja, ich wäre ihm natürlich gerne um den Hals gefallen, aber das kann ich nicht. Wieso hat er nur diese idiotische Mail geschrieben? Ja, und wenn das doch nicht war? Ich weiß, ich weiß. Die Tatsachen sprechen gegen ihn, aber vielleicht hat er das nur gemacht, weil er diese Heimlichkeit nicht mehr ertragen hat. Ich bin mir sicher, Sebastian liebt dich noch. Du musst doch nicht für alles Verständnis haben. Ja, aber manchmal hilft das ungemein. Habt ihr Streit? Eine Meinungsverschiedenheit. Ja, nur klitzeklein. Was ist denn los? Nix. Viel wichtiger ist, dass ich mein Mörchen bald wieder lächeln sehe. Eieiei, da hat aber jemand schlechte Laune. Lass mich raten. Kleiner Brandner, glaubt dir immer noch kein Wort? Ach, Sebastian, du wirst mir eines Tages dankbar sein, dass ich dich von dieser kleinen Nervensäge befreit habe. Brandner Frauen sind nichts für uns Lahnsteins. Ist Schadenfreude eigentlich dein einziges Hobby? Leg dich nicht mit mir an, dann hast du nichts zu befürchten. Wenn du glaubst, ich hebe dir einfach so auf, dann irrst du dich gewaltig. Ich werde beweisen, dass du die Mail geschickt hast. Weißt du, ich würde dir ja ganz gern viel Glück wünschen, aber ich fürchte, das bringt dir auch nichts mehr. Du hast längst verloren. Aber? Träum weiter.